Genau. Ich wusste doch, dass hier irgendwas war. Ivarok. Fuck. Ich drücke immer falsch. Autsch. Natürlich. Nein. Tschüss. Natürlich. Schon wieder falsch. Nee, nee. Lassen wir erstmal. Die Musik dazu ist echt. Da denke ich mir auch nur mein Teil gerade. Was ist das denn hier? Okay. Oh, was haben wir denn da? Schleichglöckchen. Eine Blume, die in Wäldern und auf Wiesen zu finden ist. Nass gibt sie ein schwaches Licht ab. Das Kochzutat verleiht sie die Fähigkeit, lautlos zu schleichen. Okay. Ja, ja. Ich wusste doch, dass der irgendwo ist, weil den kenne ich halt auch schon. Muss ich zugeben. Ich hasse den Controller. Ups, das war zu weit. Ach, ich hab gerade den Bogen zerstört. Nice. Halt die Klappe da oben. Ich hab gesagt, halt die Klappe. Dein Schwert zerbricht bald. Jetzt zum Beispiel. Aha. Tschüss. Ach, jetzt Wasser mit dir. Wollte ich nicht aufheben. Wollte ich eigentlich auch nicht aufheben. Aber naja. Okay, hier kann ich reingehen, ohne zu laufen. Wäre ja wieder was gewesen. Ah, da oben ist auch noch einer drauf. Ein Apfel. Warum nehme ich... Kann mir mal jemand sagen, warum ich das Ding eigentlich dazu nutze? Und nicht einfach das oder das hier? Was eh Müll ist. Weil es nicht klappt. Okay. So. Okay. Machen wir das so. Ein Grillbild. Ups. War ich nicht. Tschüss. Klong, klong, klong. Wie gesagt, wir müssen das Wild besorgen. Dafür muss ich erstmal Schweine finden, Wildschweine. Ein Opal. Bin ich überhaupt? Ich bin gar nicht da, wo ich eigentlich hin wollte. Natürlich. Ach, den lasse ich liegen. Das rockelt echt so ein bisschen, ne? Was ich mal machen kann, ist...
Das hier. Einmal speichern. Natürlich lerne ich das nicht zu schleichen, ey. Klar, die spawnen die Dinger, ey. Naja. Ob ich das noch hinkriegen will, so ein Schwein zu kriegen? Das ist halt so eine Frage, ne? Die versuchen das gerade zu kriegen. Tschüss. Hallo. Meins. Danke. Fleisch von Tieren im Wald. Feld im Flur kann roh verzehrt werden, aber zubereitet schmeckt es besser und füllt mehr Herzen. Aha. Tschüss. Was willst du von mir da oben? Hallo, hier bin ich. Hast du mich schon gesehen? Nee, ne? Und so habe ich doch das Schwein gekriegt. Frage ist, was sind die Zutaten? Und aus irgendeinem Grund kriege ich gerade Hunger. Was haben wir da drin? Ein Opal. Das ist noch ein Schwein. Ein Schwein, ne? Und so viele Boxschilder, ne? Warte mal. Okay. Das wollte ich eigentlich nicht machen, aber naja. Danke, es ist schon gegrillt. Ups. Hätte ich vielleicht doch nicht so machen sollen. Aber ist das nicht sogar egal dann? Da ist das Schwein. Es rennt immer noch wie bekloppt durch die Gegend. Danke, Sportechse. Ich eben gar nichts gesehen habe. Nice. Was ist denn das da? Schleichling. Wundersame Pilze, der im Dunkeln leuchtet, als Kochzutat steigert die Wirkstoffe im Hut die Konzentration, so dass man sie lautlos fortbewegen kann. Nice. Oh, ich wollte hier hin. Ho, 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 ho.
Ups. Das wollte ich machen. Ich will nicht werfen. Ich will anmachen. Ah, okay, nice. So geht das also. Ja. Wie war das? 2 Chilis? Wildfleisch? Pilze? Ein scharfes Chili-Fleisch. Lässt sich große Kälte aushalten. Level 1. Durch das Braten in Chilischoten wird der Eigengeschmack des Fleisches unterdrückt und ein feuriges Aroma hervorgehoben. Nice. Hallo. Aha. Wenn du dir etwas kochen... Ja, ich habe was gekocht. Oh, sag bloß, lass mich mal kosten. Besonders raffiniert ist es nicht, aber als Essen geht es gerade noch durch. Ich weiß genau, dass du heimlich mein Tagebuch gelesen hast. Ja. Ich hab's doch gemacht. Warte mal. Wie muss ich denen das dann geben? Aha. Wir könnten das essen, ne? Ja, könnten wir. Ich habe gar kein Wildfleisch mehr. Das Ding ist auch voll hier. Machen wir in die Hand. In die Hand. Ausdauerhonig. Apfel. Und füllt die Ausdauer auf, der vollreife Apfel. Und der Bienenhonig gehen eine Länge, was längst überfällige Allianz ein und erschaffen ein süß-saures Meisterwerk. Hm, nice. Wie sieht das mit Pilz aus? Ausdauer, Fettachs, Festtagspilze. Führt die Ausdauer auf, beliebtes Pilzgericht mit Honig verfeinert als ein intensiver, facettenreicher Geschmack. Schauen wir mal. Oh. Ein scharfes Kochobst. Lässt sich große Kälte aushalten. Level 1. Ein süß-saures Gericht, bei dem ein Haufen Obst zusammengekocht wurde. Nice. Aha. Gib mir Tipps. Wenn du dich fürs Kochen interessierst, kann ich dir vielleicht ein paar Ratschläge geben. Zutaten. Scheu dich nicht, alles, was essbar aussieht, in den Topf zu werfen. Dieses Plateau ist mit reichlich Gaben gesegnet. Je mehr Zutaten du hinzufügst, desto mehr deiner Energie wird das Gericht erfüllen, wenn du es verzehrst. Nur dann kein Rezepte. Meistens mischt man ein Grundzutat wie Fleisch mit weiteren Zutaten, Kräutern und Gewürzen geben den Gericht Pfiff. Aber eines musst du dir merken. Vermenge niemals Insekten oder Eidechsen mit normalen Lebensmitteln. Damit verdirbst du jeden noch so schön, schönes Essen. Nun denn, Effekte. Manche Zutaten bringen besondere Effekte mit sich.
Sie wärmen den Körper oder steigern deine Ausdauer. Bringst du diese Zutaten in ein Gericht mit ein, erhält das Gericht den entsprechenden Effekt. Manchmal haben übrigens die unappetitlichen Dinge die erstaunlichsten Effekte. Wenn man Insekten oder Eidechsen mit Monsterzutaten mischt, kann man sogar Medizin herstellen, habe ich gehört. Nun denn, hast du gehört, hast du wahrscheinlich schon ausprobiert. Pass einfach auf, dass die Zutaten zueinander passen. Mit den richtigen Ingredienzien kannst du sogar Gerichte zubereiten, die dich vor Kälte schützen. Ansonsten kann ich nur sagen, ja, das hatten wir auch schon. Warte mal. Dann das. 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 Das auch. Schleichling. Nehme ich das noch dazu. Und das. Mal gucken, was wir da rauskriegen. Und Sportmedizin. Der Sporteffekt Level 1 stimuliert die Nerven, sodass alle deine Bewegungen schneller werden. Sei es beim Laufen, Klettern oder Schwimmen. Nice. Schwimmen können wir also doch. Ja. Aber was ist das denn für ein Rezept? Aha. Besonders, Wenn du wild brauchst, solltest du hier auf die Jagd gehen. Ja, das weiß ich ja schon. Aber erstmal gehen wir uns ausruhen. Und ich würde sagen, erstmal gucken, ist hier wieder Wildschwein in der Nähe? Sonst würde ich mir das auch nochmal wiederholen. Zumindest versuchen. Scheint ja aber kein zu sein. Lass mich hoch. Natürlich. Ui, du hast mich entdeckt. Krocksamen. Tschüssi. Boink. Aber hier ist keins drauf, ne? Zu sehen. Da ist eins. Hyrule Pilz. Und das ist. Warte mal, ich guck mal einmal ganz kurz was in den Einstellungen. Aus. Ja. Ich mag diese Steuerung nämlich sonst nicht. Sehr gut. Oh, nice. Da kam eben noch eins. Wie viel kriege ich? Oh, Eichel noch. Ich versuche mal was. Das eine Schwein kriege ich gerade eh nicht. Klar muss ich das wieder anmachen. Ey, da kommen wir den falschen Knopf. Das war falsch gedrückt. Nice. Weg damit. Dann.
das. Zwei Chilis. Ich würde sagen, so. Schauen wir mal, was wir kriegen. Oder hatte ich das vorher schon so? Scharfes Chilifleisch. Das ist wieder dasselbe. Warum will er das denn nicht haben? Musst du überhaupt da? Wo seid ihr, Tierchen? Achso, wenn er da sitzt, oder wie? Ja, ich überspringe das jetzt gerade. Oh. Ach so. Ja, ja. Ich weiß. Dafür muss ich jetzt mal in die anderen Gebiete. Machen wir bis abends. Eigentlich wollte ich gerade die Aufnahme beenden. Aber, ja. Ich mache auf 2,5 Stunden, passt das. Wie gibt der Ihnen das denn? Aha. Ja, das weiß ich. Ich habe das jetzt zweimal. Komm, ich esse jetzt erstmal eins. Nö. Aha. Dieses formidable Rezept umzusetzen ist nicht leicht. Wenn du es schaffst, ist ein Winterwams für dich drin. Wenn du Wild brauchst, solltest du hier auf die Jagd gehen. Ja. Das weiß ich ja. Vielleicht Äpfel dazu nehmen. Man muss die halt erstmal rausziehen. Oh. Ist der Stein da oben wieder? Oder wahrscheinlich, ne? Den müssen wir wahrscheinlich da reinschmeißen. Ne. Boing. Wo ist denn der Stein gelandet? Oh, hier vorne. Ja, schmeiß die Dinger mal weg. Ich weiß gar nicht, krieg ich den da reingeworfen? Ups. Mit dem werfen und nicht fallen lassen. Geht das eigentlich? Nö. Na, 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 na. Hier komme ich nicht hoch? Nö. Aber ich glaube, da war ein Weg hoch, ne? Oder ist das nicht dafür gedacht? Eigentlich wollte ich das hier machen. Nö, nee, ist nichts. Aber wenn man so durch die Gegend läuft, liegt das so ein bisschen nice. Naja, naja. Was haben wir da vorne eigentlich? Okay.
Oh, nice. Hier liegt auch ein Stein rum. Ui, du hast mich entdeckt. War auch nur Zufall. Toll, das war zu kurz. Oh. Das war ich jetzt aber nicht. Sowas Böses würde ich doch nie machen. Tschüss. Nein. Tschüss. Weg mit den Köpfen. Ups. War ich nicht. Würde ich niemals machen. So böse bin ich nicht. So. Dann gehen wir mal zurück. Drei dieser Samen habe ich jetzt. Aber mit dem Rezept weiß ich immer noch nicht. Und der pennt. Was passiert eigentlich, wenn ich so mache? Ups. Na, kommst du mit der Erkundung des Schreins voran? Was machst du da? Die Nacht ist nicht mehr lang. Du kannst dich gerne auch hier ausruhen. Wenn du dir etwas kochen, ja. Naja. Na gut. Aber ich würde sagen, dann werde ich hier erstmal die Aufnahme beenden. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Bis dann. Ciao, ciao.